Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch in einem ganz schnellen Video, wie man Chicken Wings zubereitet. Diese sind besonders knusprig und schmecken sehr lecker. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine zubereite, dann müsst ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Wir kommen jetzt zu den Zutaten. Und dies sind die folgenden Zutaten, die wir für unser Rezept benötigen. Ich habe hier schon alles vorbereitet, damit einfach das Video kurz und knapp ist, aber dennoch gut erklärt ist. Ich habe hier 1 Kilo Hähnchenflügel, in der Anzahl sind das 12 Chicken Wings. An Gewürzen nehme ich Grillgewürz, Salz, Koriander, Pfeffer sowie etwas Chili, einen Esslöffel Tomatenmark. Ich habe hier frische glatte Petersilie genommen. Den Saft einer Limette nehme ich außerdem auch, 3 Knoblauchzehen sowie etwas an gutem Olivenöl. Im Prinzip gebe ich jetzt alle Gewürze mit dem Olivenöl in eine Schüssel und verarbeite alles zu einer schönen Marinade. Dann gebe ich auch schon das Fleisch hinzu und das Fleisch darf dann erstmal richtig schön ziehen. So, als allererstes nehme ich mir die Knoblauchzehen und gebe diese durch eine Knoblauchpresse in meine Schüssel hinein. Außerdem nehme ich mir die Limette, halbiere diese. Diese darf ebenfalls durch eine Zitronenpresse. Jetzt kommen alle anderen restlichen Gewürze in die Schüssel mit hinein. Mein Olivenöl. Ich gebe da meistens so 4-5 Esslöffel hinzu. Ich verrühre alles miteinander. Da darf noch etwas Olivenöl hinzu. So sieht das dann aus. Jetzt gebe ich einfach nur noch meine Hähnchenflügel hinzu und verrühre alles miteinander, so dass alle Chicken Wings mit der Marinade von allen Seiten gut bedeckt sind. So sieht das dann quasi fertig aus. Ich werde nun diese Chicken Wings abdecken und für eine halbe Stunde ziehen lassen und dann dürfen sie auch schon auf den Grill. Ja, die Hähnchenflügel, die dürfen jetzt richtig schön ziehen. Ich werde diese nun aufspießen und dann schon auf den Grill legen. Nebenbei habe ich noch einen Teig für Brot gemacht. Außerdem habe ich noch einen kleinen Salat gemacht. Während man das Fleisch mariniert, hat man ganz schön viel Zeit, sowas vorzubereiten. So, ich habe die nun aufgespießt. Die packe ich jetzt direkt schon auf den Grill und werde diese grillen. Wer keine Möglichkeit hat zum Grillen, kann diese natürlich in der Pfanne vorbereiten oder auch im Backofen. Ich würde diese bei Ober-Unterhitze 220 Grad backen und das für 25 bis 30 Minuten. Ich zeige euch dann gleich, wie diese fertig aussehen. So, meine Lieben, und so sieht das dann bei mir fertig angerichtet aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Macht dieses Rezept mal unbedingt nach. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal.